Hallo und damit herzlich willkommen zu meinem neuen Ratgeber. Heute geht es um den Arrosi Gaming Stuhl Verona Pro V2. Wenn du noch nicht genau weißt, ob dieser Gamerstuhl für dich die richtige Wahl ist oder nicht, dann möchte ich dir mit diesem Ratgeber sehr gerne noch ein paar Tipps mit auf den Weg geben, um dir deine Kaufentscheidung bestenfalls noch zu vereinfachen. Außerdem werde ich dir auch das Amazon-Angebot zum Bürostuhl unten in der Videobeschreibung verlinken, damit du überhaupt weißt, wovon ich hier spreche. In meinen Augen macht es auf jeden Fall viel Sinn, etwas mehr Geld für einen hochwertigen Bürostuhl in die Hand zu nehmen. Wenn du dir einfach mal überlegst, wie viele Stunden wir in unserem Zimmer verbringen, am Computer und dort lernen oder Hausaufgaben machen oder einfach nur chatten und Filme schauen, da macht es in meinen Augen auf jeden Fall Sinn, dementsprechend auch ein bisschen Geld in die Hand zu nehmen, um sich einen hochwertigen Gaming-Stuhl kaufen zu können. Bei diesem Modell hat mir das Preis-Leistungs-Verhältnis wirklich ausgesprochen gut gefallen. Es gibt natürlich unglaublich viele von diesen Stühlen auf dem Markt, doch ich finde hier passen Design, Preis-Leistungs-Verhältnis und Qualität auf jeden Fall überein. Wenn du noch unsicher bist, ob es sich hierbei um den richtigen Gamerstuhl oder Bürostuhl für dich handelt, dann könnte vielleicht auch ein Blick auf die Kundenrezensionen von Amazon weiterhelfen. Dort haben schon einige Leute ihre Erfahrungswerte zu dieser wertigen Sitzgelegenheit veröffentlicht. Warum solltest du dort nicht auch noch mal einen Blick drauf werfen? Das Preis-Leistungs-Verhältnis von diesem Zockerstuhl gefällt mir ausgesprochen gut. Hohe Qualität zum fairen Preis, so würde ich dieses Angebot zusammenfassend bezeichnen. Aber hier soll sich natürlich jeder Zocker auch seine eigene Meinung bilden. Das Amazon-Angebot zum Gamerstuhl werde ich dir unten in der Videobeschreibung verlinken. Auf der Angebotsseite von Amazon kannst du dir sämtliche Produkteigenschaften noch einmal in Ruhe und Frieden anschauen. Außerdem wartet dort auch die eine oder andere Kundenrezension auf dich. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit, wünsche dir viel Spaß beim Zocken und alles Gute. Danke und ciao.